Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Oh, ein Vorteil, etwas Grünes. Technologischer Vorteil. Es sieht so aus, als ob unser Land führend in der Welt der Wissenschaft und Technologie ist. Großartige Neuigkeiten für unsere Wirtschaft. Und ein großer Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern. Das ist ja großartig. Technologie haben wir nach oben gesetzt. Das sorgt dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,6% steigt und unsere Produktivität steigt. Großartig. Dann haben wir jetzt wieder ein Dilemma. Housing Expansions. Also es gibt eine Knappheit von Wohnungen in unserem Land und die Regierung ist unter Druck, um und sollte vielleicht Gesetzgebung lockern, um damit auch Wohnungen im grünen Gürtel gebaut werden können. Also, dass man Grüngürtelbauten erlaubt. Also, die Preise für Wohnungen steigen schneller als die Einkommen durch eine Knappheit von ausreichend Wohnungen. Auf lange Sicht ist die einzige Lösung, dass wir mehr Wohnungen bauen. Also sollte man in den Grüngürtel gehen. Oder man sollte diesen Bebauungsplan, das heißt wahrscheinlich Planning, Bebauungsplan so lassen, wie er ist. Es gibt immer noch genug Flächen in der Stadt. Die Argumentation war, wir hatten das auch schon mal auf Deutsch, dieses Dilemma kenne ich auch von Democracy 3, das war so ein bisschen die beiden Argumente für Relax Planning Law und Keep Planning Restrictions. Finde ich beide nicht so doll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo wir so ein Stück weit überlegen müssen, was wäre die Folge dieser jeweiligen Politik. Ja, Tempelhofer Feld zubauen, wird ja gerade auch schon im Chat gesagt. Ja, das ist jetzt nicht wirklich Grüngürtel, das ist ja Erhalt von Grünflächen innerhalb der Stadt, aber da ist es auch so. Und während das Tempelhofer Feld tatsächlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise problemfrei zu erreichen ist, ist es ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt hier in meiner Stadt in die ländliche Region nebenan gucke, wo es einfach, keine Ahnung, alle 2 Stunden einen Bus gibt und wenn man Glück hat, eine Zugverbindung. Ja. Und das bringt uns überhaupt, also finde ich, es bringt uns wenig, wenn wir versuchen, in die Speckgürtel zu gehen und dort Bauten hochzuziehen, wenn wir das nicht mit einem öffentlichen Nahverkehr verbinden können, weil dann haben wir ja gleich wieder diesen ganzen Bereich der Autonutzung hochgepackt und ich weiß nicht, ob uns das jetzt viel bringt. Insofern wäre ich bei Key Planning Restrictions. Ich tendiere ein bisschen zu Relax Planning Law, weil also das etwas, weil wir das Problem der Ghettobildung haben. Und einfach, indem wir jetzt auch neue Räume erschließen, könnte das, aber das ist eine, vielleicht ist es eine naive Hoffnung an dieser Stelle auch. Echt, Politik besteht auch viel aus Hoffnung. Also so politische Entscheidungen, so wir hoffen, dass das tatsächlich dann so kommt, weil es gibt ja irgendwie so ein paar Sachen, die kann man einfach nicht kontrollieren. Ja. Passiert halt einfach. Also wir können das schon machen mit dem, aber dann wäre ich dafür, dass wir wirklich in die ländlichen Regionen und in die Mobilitätsanbindung der ländlichen Regionen reingehen. Ja, dann würde ich sagen, wir wollen uns eh um Transport kümmern. Dann ist unsere nächste Priorität, es bleibt die Frage, welche Wohnungen wirklich gebaut werden. Das ist auch so meine Sorge. Genau. Aber ich hätte jetzt gesagt, aufgrund der Ghettoisierung sind neue Räume, in denen Wohnungen entstehen können, hoffe ich, dass das die Sache entschärft. Aber ich bin voll dafür, lass uns
Relax warte, Planning, warte, ja, ich warte. Warte. Ganz kurz, bevor du klickst. Hier wäre tatsächlich die Frage, weil wir wissen nicht, wären das dann Eigentumswohnungen, ja, wären es Hausgeschichten, wer kann sich das denn jetzt überhaupt leisten? Ob das jetzt wirklich gegen die Ghettobildung hilft, weiß ich nicht. Dafür müssten wir jetzt hier, das ist halt der Nachteil an diesem Spiel, an diesem Schwarz oder Weiß entweder oder, wir wissen es halt einfach nicht. Ganz viele einzelne Elemente, die wir nicht beeinflussen können. Ja. Und insofern würde ich sagen, lass uns mal gucken, was passiert. Ja. Ich drücke danke, mal hier auf dieses hier. Ja, die Umweltschützer finden es nicht gut, die Farmer finden es nicht gut, die Kapitalisten finden es gut, das GDP geht 1% hoch, Homelessness geht 4% runter, die mittleren Einkommen steigen. Achso, die Zustimmung der mittleren Einkommen nehme ich an. Plus 2. So, das gelöst. Bildung geht nach oben. So, neue Runde. Ich gehe kurz wieder, hier haben wir das Positive. Ich gehe kurz durch unsere Probleme. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, krassen Schlag nach unten. Sehr schön. Dr. Strike. Ja, steigt noch ein klein wenig mehr. Die überfüllten Krankenhäuser gehen wieder hoch. Asthma-Epidemie geht wieder hoch. Fettleibigkeit ganz klein wenig runter. Alkoholmissbrauch ist vorbei. Oh, Gott sei Dank. Und das hat auch auf den Gesundheitssektor starke Auswirkungen. Die organisierte Kriminalität sinkt weiter ab. Langsam, aber stetig. Und Ghettoisierung geht nach unten. Aber es wird nicht direkt angezeigt, ob das jetzt die letzte Dilemma-Entscheidung war. Okay, das sind unsere Probleme. Transport war unser nächstes Feld, wo wir gucken wollten. Ja. Wir sind ein bisschen... Unser Defizit ist... hat sich verändert. Also unser Defizit ist... Wo haben wir... Achso, Defizit wird hier nicht ausgerechnet. Unser Einkommen ist etwas gestiegen. Das heißt, unser Defizit ist geschrumpft. Die globale Wirtschaft steigt auch wieder. Das ist schön. Jetzt gehen wir in Transport. Wir können Busse unterstützen. Fahrradfahren können wir immer noch. Kostete nur 2. Subsidized, also unterstützte Schulbusse. Wäre Bildung und Transport. Und Busunterstützung. Na, wir können uns wieder nur... Also die hier sind relativ teuer mit 14 Kapital. Wir haben 21. Ja gut, das sind die Schulbusse, das finde ich auch gut. Wir könnten auch überlegen, ob wir das anschauen und beispielsweise in den Innenstädten uns nochmal das mit den Autos angucken, Mautstraßen, um dort nochmal Einnahmen zu generieren. Also hier unten Toll Roads und Satellite Road Pricing. Genau, und da oben drüber Limit or Ban Carson Cities. Das kostet ja, 40. Das könnten wir machen. Ich glaube, ja, es könnte halt einen krassen Auswirkungen haben. Satellite Road Pricing kostet 45. Das kriegen wir wahrscheinlich noch nicht mal so einfach angespart. Und Toll Roads ist 25. Ich habe den Eindruck, dass das auch, also je nachdem, wie ausgeglichen wir das machen wollen. Wir haben natürlich jetzt, indem wir die Möglichkeit gegeben haben, dass die Leute aus den Städten quasi in den Speckgürtel ziehen. Wäre es echt mies, wenn wir jetzt die Mautstraßen einführen würden. Ja. Oder konsequent, das ist je nachdem, aus welcher Perspektive. Das könnten wir aber lösen, indem wir beispielsweise uns nochmal mit dem staatlichen, mit der Staatseisenbahn, was war das denn? Irgendwo war noch. Ja, hier. Genau. Staatliche Eisenbahngesellschaft.
die kostet uns wahrscheinlich mehr, als dass sie uns bringt. Aber das wäre zumindest eine schöne Ergänzung, wenn wir dann Hausstraßen und sowas einführen sollten. Implementation Time ist halt sehr lang, aber die könnten wir uns leisten, tatsächlich. Das ist halt die Frage. Ich wäre für diese großen Ausgaben wäre ich eigentlich immer noch dafür, dass wir uns nochmal in diese kleinen Wirtschaftsprogramme gucken. Ja. Und hier dann eher wirklich mal sowas machen wie eine Cycling-Campaign oder was Kleineres. Ja, die Busunterstützung ist, okay, das kann auch sehr viel Geld kosten, bis hin zu 1,7 Milliarden. Die Schulbusunterstützung ist relativ teuer vom politischen Kapital, kostet uns aber relativ wenig. Die finde ich gut. Das sollte dazu führen, dass wir wieder ein bisschen mehr Gleichgewicht immer hatten. Ja, und die Fahrradkampagne können wir trotzdem einführen, die kostete nur 2. Ja, dann machen wir doch einfach das beides. Und dann müssen wir wirklich, 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 wirklich an den Kleinunternehmer gehen und an den Unternehmen. Das prokrastinieren wir jetzt schon seit 4 Runden. Okay, die Eltern finden es gut und die Busnutzung steigt. Das ist doch erstmal etwas, was wir befürworten. Also das ist jetzt schon krass, Busnutzung. Ich würde es mal auf 500 setzen. Ja. So. In die Richtung. Ja? Ja. Und die Fahrradkampagne... Ja. Ist die einzige, die noch bleibt. Und da würde ich all in gehen. Ja. Gesundheit steigt und zwar sofort. Und Usage von den ganzen Sachen geht runter und es geht direkt auf die Fettleibigkeit. Ja, super. Super. So, bleiben uns 5. Das heißt, damit gucken wir in die Wirtschaft. Wir haben jetzt nichts für kleine und mittelständische Unternehmen direkt, was wir uns noch leisten können. Ja, National Business Council eventuell. Oder wir könnten bei den Steuern gucken. Naja, da ist auch jetzt, also Charity, also Spenden, Erleichterungen für Steuern und gesundes Essen subventionieren. Was ist denn der Enterprise Investment Scheme bei den Sachen, die wir uns nicht leisten können? Das ist genau. 7, ist gar nicht so teuer. Dieses System erlaubt es Steuererleichterungen an sehr reiche Individuen zu vergeben, die ihr Geld in kleine Startups investieren, die in diesem Land beheimatet sind. Gut. Naja, ich meine, die Investitionen in die Wirtschaft brauchen wir so oder so. Das könnte man machen. Also jetzt gerade geht es, glaube ich, nicht, aber könnte man perspektivisch machen. Die Flat Income Tax, was ist das? Wo jeder Bürger dieselbe geringe Rate von Einkommensteuer zahlt, egal welches Einkommen er hat. Ja, schwierig. Würde ich jetzt nicht so präferieren wollen. Ja, ich auch nicht. Public Services haben wir, bitte? Die Frequent Flyer Tax finde ich auch nochmal ganz spannend. Ja. Die könnte uns auch nochmal ein bisschen... Diese Steuer trifft vor allem die, die mehrere Flüge pro Jahr durchführen. Jo, ja, finde ich. Ist tatsächlich auch eine Einkommensquelle. Ja. Gar keine schlechte. Frequent Flyer Tax, behalte ich mal im Hinterkopf. Was wollen wir denn jetzt noch umsetzen mit unserem restlichen? Ich würde gar nichts mehr umsetzen, weil wir haben, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ich würde wirklich mal, wir müssen unbedingt in die Wirtschaft reingehen und dann brauchen wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Okay. Dann nächste Runde. Alkoholmissbrauch ja, ist vorbei.
Und wir haben wieder ein Dilemma. Religiöse Symbole in Schulen. Es gibt Druck, dass wir ein Gesetz zum Verbot des Tragens religiöser Symbole in staatlichen Schulen von Schülern verbieten. Das würde bedeuten, auch ein Hijab von muslimischen Schülerinnen und das Tragen eines Kreuzes bei christlichen Schülern und Schülerinnen. Ja, glaubst du, dass wir in den Schulen es irgendwie hinbekommen könnten, dass alle religiösen Symbole von allen Religionen, die es gibt, von allen erkannt werden, damit man sie ausschließen? Ja. Also ich habe halt das Gefühl, das ist halt, genau wie es da steht, eher Symbolpolitik, als dass es tatsächlich ist. Ja, genau. Mein erster Impuls wäre jetzt auch so, müssen wir was für die Konservativen tun? Dann führen wir den Bann ein, weil es Muslime härter trifft und das finden Konservative wahrscheinlich gut. Weil es ist ja ein Unterschied, ob du ein Kopftuch verboten kriegst oder ob du ein kleines Silberkreuz verboten kriegst. Das wäre die nächste Frage, ob konservativ gleich christlich ist. Also man kann ja, also es gibt ja auch konservative Muslime. Das stimmt. Die ja durchaus auch in ihren konservativen Grundeinstellungen ja wieder relativ nah beieinander sein können. Ja, ja. Insofern, ich bin dagegen, ich glaube, es hilft uns nicht. Nee, ich bin auch dagegen, vor allem würde ich sagen, erhöhen wir damit die ethnischen Spannungen, wenn wir ein Verbot einführen. Deswegen würde ich ihn ablehnen. Ja. Aus diesem mechanistischen Grund. Mal abgesehen davon, dass es halt alleine oben schon im Beispiel hier, ne, also es ist halt eine Ungleichbehandlung und an der Stelle, ja, frei, also niemand schränkt die Freiheit ein, indem er ein Kopftuch trägt eines anderen. Und deswegen finde ich das auch nicht richtig. Deswegen lehnen wir das ab. Die Liberalen finden es nicht gut, minus 1. Die Religiösen finden es gut, plus 1. Naja, mit allem kann ich leben. So. Hier ist einiges passiert. Unemployment runter, Verbrechen runter. Wir sind fast hier weg. All das hier ist gestiegen. Wie sieht es denn hier aus mit... Ja, die Weltwirtschaft steigt. Unser Bruttoinlandsprodukt ist krass gestiegen und unsere Ausgaben sind runtergegangen. Abgefahren. Schön. Gucken wir kurz die Probleme durch. Die unten nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist wieder ein kleines Stück nach oben. Nee. Doctor Strikes steigt weiter. Die überfüllten Krankenhäuser. Wieder einen kleinen Knick nach unten, das ist schön. Asthma-Epidemie. Fettleibigkeit geht weiter runter, langsam. Organisierte Kriminalität sinkt weiter und hier gibt es immer noch Potenzial, dass das weiter sinkt. Und Ghettoisierung ist weiter auf dem absteigenden Ast. Das ist wunderschön. Wirtschaft. Genau, Wirtschaft. Wir haben auch beim Gesundheitssystem wenig Hebel, habe ich den Eindruck. Naja, wir müssen vielleicht mal bei Welfare und Public Services gucken. Welfare ist nicht wirklich viel. Und wir könnten übrigens so unsere Produktivität steigern, wenn wir die Kinderbetreuung dort mit reinnehmen würden. Wo hast du die gesehen? Gerade eben bei Welfare. Ah. Aber es kostet halt auch viel. Dessen müssen wir uns halt bewusst sein. Ja. Kostet viel. Wollen wir mal gucken, ob wir noch was in Richtung Gesundheit und Wirtschaft oder wollen wir lieber jetzt Wirtschaftsförderung machen? Also. Wir könnten ja mal schauen, ob wir bei der Wirtschaftsförderung
noch irgendwie so ein paar kleine Sachen finden, die wir beispielsweise die Vertical Farm Subsidies oder weiß ich nicht. Eventuell doch relativ teuer. Ja, wir haben uns halt dadurch, dass wir ins Grünland bauen lassen, ja vorhin so ein bisschen die Farmer verschreckt. Ja, das stimmt. Gibt es ansonsten bei Economy noch irgendwas, was irgendwie funktionieren könnte? Diversity Quotas, die finde ich auch immer schön. Was ist Quantitative Easing? Unkonventionelle Finanzpolitik, wo die Zentralbank extra Geld druckt und damit Bonds und Stocks kauft. Gut, brauchen wir nicht, glaube ich, weil unsere Wirtschaft sich ja gerade erholt. Also das Inflationsrisiko müssen wir gerade nicht eingehen. Das hätten wir vorhin vielleicht mal gebraucht, aber jetzt gerade glaube ich nicht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir könnten Vertical Farm Subsidies machen und dann würde ich als Steuer diese Vielfliegergeschichte einführen, weil ich hoffentlich, dass sich auch positiv auf die Umwelt auswirkt. Ja, das finde ich gut. Und dann müssen wir nächste Runde echt das Gesundheitssystem anfassen. Ja. Also, Vertical Farm Subsidies. Oh. Wirkt sich auf die Arbeitslosigkeit aus, das ist gut. Farmers finden es gut. Der Lebensmittelpreis geht runter, das ist wirklich gut. Verkehrsverstopfung und die Kapitalisten finden es nicht so toll. Aber ja, ich würde es so auf diesem mittleren lassen oder soll ich ein bisschen höher gehen? Nee, ich glaube, ich würde es auch hier lassen. Das kostet schon relativ viel. Ja, ja, stimmt. Und dann Steuer. Lass uns eine Steuer einführen. Habe ich mich verrechnet. Vielfliegersteuer können wir nicht einführen. Dann lass uns mal in die anderen Steuern gehen. Mal gucken, ob ich es noch schaffe zu verstehen, was da steht. Also Automationssteuer. Das heißt, wir besteuern Automatisierung, die eventuell Jobs kostet. Dann Charity Tax Relief, also wir begünstigen, wir geben Steuererleichterungen an die, die für wohltätige Zwecke spenden. Diverted Profit Tax, das sorgt dafür, dass dass multinational operierende Konzerne ihre Gewinne nicht, das haben wir alles in der Elfenbeinküste erwirtschaftet, deswegen zahlen wir hier keine Steuern, wenn ich das richtig verstehe. Hohes Einkommenspotenzial wird sich natürlich, wird die Wirtschaft großartig kacke finden. Ich finde es super gerade. Ich finde es auch super. Das ist so ein bisschen dieses Amazon-Google-Prinzip. Ja. Warum die EU geklagt hat, oder? Ja, genau. Das wäre eine Einkommensquelle. Auf jeden Fall. Ja, und sie haben ja das Geld mit unseren Einwohnern verdient. Und insofern, die mir ausgebildet haben. Okay, dann würde ich sagen, dann führen wir das hier ein und lassen es, gucken mal, vielleicht gehen wir sogar ein bisschen runter. 2,3 Milliarden Einnahme. Kapitalist findet es mega scheiße. Die Selbstständigen finden es super, Sozialisten finden es super und die Außenbeziehungen, da haben wir eben schon ein bisschen was für gemacht, finden es nicht so doll. Könnten wir ein bisschen runtergehen mit dem zu erwartenden, einfach mal zu gucken, wie sich das so auswirkt? Ja, ich gehe mal auf 1,8. Da sind wir 3% weniger Verschlechterung Außenbeziehungen. Der Kapitalist ist nur 1% weniger in seiner Meinung. Also, ich hätte jetzt gesagt... Machen wir uns das jetzt alles wieder kaputt, was wir versucht haben, bei den Kapitalisten aufzubauen? Oder ist uns das egal, weil es uns darum geht, dass wir denken, dass Gelder, die bei uns in der Wirtschaft erwirtschaftet worden sind, auch nicht besteuert werden sollen? Ich würde sagen, an dieser Stelle ist es uns egal. Finde ich gut. Dann? Mit 2 Milliarden Income.
Ja, die internationalen Beziehungen können wir auch gut über diesen diplomatischen Dienst wieder aufbauen. Genau. Oder da wieder ein bisschen unterstützen. Ja. So, haben wir nur noch zwei. Dann nächste Runde, ne? Ja, gerne. Und wir müssen uns dann um Medizin kümmern. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.